Und herzlich willkommen zurück. So, und du? Weiter nach Norden oder wieder zurück zur Kantine? Ich würde sagen zu Norden, weil wir schon hier in der Nähe sind. Das ist doch nicht Norden. Warum nicht? Sah für mich nicht aus wie Norden. Er ist kein Nordlicht, sondern Erlicht. Da ist noch einer. Der heilt sich? Hat so ausgesehen. Da sind ein paar mehr, die auch silbern sind teilweise. Ach Mann. Ich habe gerade schon einen Reflex von einem anderen Spiel hier drin. Das ist ja sehr weird. Ich habe Kisten gesehen und wollte gerade checken, ob da was mit Lootbares drin ist. Ah, der ist lootbar hier. Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Repariert man doch keine Roboter. Hat offenbar auch nicht geklappt. Tja. Und du? Jetzt wollen wir hier noch weiter rein und noch mehr umnatzen. So ein Zufall. Direkt mal 16 Stück. Okay, das war weird. Ist irgendwie lustig an der Fähigkeit. Irgendwie konnte ich die mehrfach auslösen. Auch einen, den wir reparieren können. Mal gucken, ob wir mehr Erfolg haben. Mein Schild war im Weg. Ich bin Freiherr von. Den Söhnen von Palava. Ihr habt diese Schlacht gewonnen und ich möchte verhandeln. Ihr habt keine Gnade walten lassen. Sagt uns, warum unsere Frauen und Kinder weinen, auf dass diese Fehde ehrenhaft sei. Verhandlungen sind irrelevant. Eure Kampfdroiden hatten Daten, die ich brauchte. Dann kämpft ihr also um Ressourcen. Es gibt schlimmere Beweggründe. Wir wissen von der Expedition des Imperiums. Was immer ihr sucht, ihr werdet es nicht finden. Die Wüste beschützt, was ihr gehört. Und obwohl wir euch nicht aufhalten können, hütet euch vor Tatooine. Und hütet euch vor unserer Rache. Ihr habt euch heute einen Feind gemacht. Ihr werdet nicht lang genug überleben, um eure Rache zu bekommen. Und eure Blutrünstigkeit wird zu eurem Tod führen.
Wo sind die? Die standen doch gerade vor mir. Ja, waren wir schon leer. Auf einmal war da niemand. Der hat sich übrigens geirrt, ich kämpfe nicht um Ressourcen. Oh, ich krieg 3 Erfahrungspunkte, das ist ja extrem. Alle brav in eine Reihe gehen. Ja, jetzt müssen wir so oder so zurück. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Ich habe irgendwie totale Probleme mit den Augen. Mit dem Rauchen? Mit den Augen. Achso. Stopp! Ja, Mike hat totale Probleme mit den Ohren, das ist das. Du hast Probleme mit dem Bein, was hab ich? Einfach nur ein Problem. Ja, das mit den Augen kenne ich. Kann ich mir was zu trinken einfüllen? Die Musik ist auch dramatisch. Ich habe gerade mein Mikrofon vom Headset gerade berührt. Das hat sich angehört, als ob jemand ein Laserschwert zündet. Kann halt nur ich hören. Das ist nicht grauen, Mario. Du. Das kann ich auch. Ja, aber so, ich hoffe, es geht wieder. Ich hatte gerade einen Anfall wie kann ich eigentlich im Sommer, wenn ich Allergie habe, dass die ganzen Augen jucken und nichts mehr sehen konnte. Oh, so ganz spontan? Nee, ich bin schon seit 3 Tagen eigentlich krank geschrieben. Ich bin erkältet und habe Fieber und boah, bin nicht gut drauf. Wahrscheinlich schränkt das einfach im Moment ein bisschen an. Heute eine gute Besserung. Ja. Wir zwingen dich übrigens nicht, das zu spielen hier, ne? Nur mal so nebenbei. Du kannst jederzeit... Nee, ist schon klar, sonst hätte ich wohl was gesagt, aber weißt du, ich habe schon die letzten 3 Tage nur auf der Couch gelegen, so ungefähr. Ich habe mich eigentlich auch nur drauf gefreut, mal was anderes zu machen. Achso. Wenn es nicht geht, kannst du jederzeit sagen, nur Schluss. Ja, dann sage ich Bescheid, alles gut. Wir bezahlen dich ja schließlich nicht dafür. Wenn wir so auf den Gleitern reiten, könnte man fast eine Bikergang aufmachen. Aber ich. Ja, aber echt.
Es erinnert mich auch so ein bisschen an das Let's Play Seasons After Fall, was ich damals beim Zoe Weekend gestreamt habe. Oder, nee, das war Wonders. Das war bei Anno. Anno 22 nur irgendwas. Da bin ich onscreen krank geworden. Man kann richtig hören, wie ich immer kränker wurde. Ich habe dann am Ende auch Fieber gehabt, als ich übergeben habe. Also nicht wortwörtlich übergeben, ich habe den Stream übergeben, aber... Andronikus. Ich habe gesund angefangen und bin dann krank, habe ich dann aufgehört. Hatte dann Fieber. 38 Grad oder so. Es war wirklich anstrengend. Aber ich glaube, wenn ihr meinen sucht, der ist hier nebenan irgendwie im Raum. Ja genau, wir stehen vor der Tür. Also, du musst hier nur durch. Jetzt gibt's Tote. Sag Greg, weitere Pannen darf es nicht geben. Wenn Wilt herausfindet, dass ich hier bin, haben wir ein zweites Rusan. Ja, Andronikos, wie auch immer ihr wollt. Los. Es wird Zeit, Sith. Dieser Raum erinnert mich arg an die Rettungskapsel. Macht mich glücklich. Sagt, dass ihr Wilkes gefunden habt. Casey sagte, Wilkes sei vom Äther aus nicht zu sehen. Vom Äther aus nicht zu sehen, hm? Der rückgratlose Sohn eines Hutten hat sich unter der Erde verkrochen. Guter Platz für ein Versteck. Darauf hätte ich auch kommen können. Auf der anderen Seite der verlassenen Farmersiedlung gibt es ein Höhlensystem. Ich wette, das hat Casey gemeint. Wieso schießt ihr noch nicht? Hey, ich schieße nur zu gern. Aber das alte Mädchen hat etwas auf diesem Datenpad verschlüsselt. Sieht aus wie ein Zugangscode. Etwas, das wir brauchen könnten, um in dieses versteckte Hauptquartier zu gelangen. Zwischen eurem Blaster und meinen Blitzen überlebt niemand. Wenn ihr es so wollt. Ich werde Wilkes für jeden einzelnen Tag, den ich in der Rettungskapsel verbringen musste, durchlöchern. Und dann trampel ich auf seinen Knochen herum. Wir Papa, Frauens in Alama Patai Galakai, in Alama Amainai. Ich brauche ihn, um das Artefakt zu finden. Akeus erpai wasjaus. Patai kuibanist. Ni fragais fraujan. Kupainana. Ich verspreche euch, dass es nur für kurze Zeit ist. Aulas jasirbanas ja taimarpaus. Eiklas jan launekai in kuda aitin. Hast du dein Haustier etwas gebändigt? Ich wusste gar nicht, dass es um die Richtung geht, aber auch gut. Ja, ich dachte, oh, jetzt wird's interessant. Dann lehnt sich doch mal die Untertitel. Da dachte ich, jetzt kämpfen wir gegen den. Der ist ziemlich heftig. Naja, ich glaube nicht, dass er es mit 4 aufnehmen kann. Das ist eine Anti-Jedi-Waffe. So. Ist das mein... Doch nicht. Das ist die Pumpengeschichte, glaube ich, ne? Achso, ja. Ja, das kann sein. Warte mal, Grauen ist noch nicht da. Jetzt ist er da. Was stimmt nicht, Hale? Ich spüre eure Angst. Verzeiht, mein Lord, ich muss an die Zeit auf Sios denken, als ich lebendig begraben wurde. Das ist gut. Oh Gott. Nutzt diese Angst, Hale. Lasst euch von ihr antreiben.
Ah, habt ihr uns die Droidenhirne gebracht? Voll die Fanfare gerade im Hintergrund. Die kleine Aufgabe ist beendet. Ich spüre, wir werden zusammen unglaubliche Dinge erleben. Jerkas Entdeckung ist irgendwo da draußen und lässt die Macht erbeben. Beginnen wir mit der Analyse der Verbohirne. Kyla? Beim Löschen des Speichers wurden alte Dateien zerstört. Aber anscheinend haben die Söhne von Pallavar die Droiden von Yavas erworben. In Ordnung. Dann sind die Yavas wohl unsere nächste Spur zur Jerka-Basis. Was ist ein Yava? Die Yavas sind eine der einheimischen Spezies hier. Primitive Meister von Maschinen. Sie überschwemmen die Handelssaison wie Ratten, verkaufen Droidenteile und Generatoren und kehren dann in die Wüste zurück. In meinen Träumen sehe ich eine Gruppe, die im Ödland nahe der Stadt zurückgeblieben ist. Findet sie. Ich muss meditieren. Ich werde sie durch Feuer und Staub verfolgen. Ja, kein Wilder könnte einem Sith wie euch entkommen. Zeigt die Verbohirne den Yavas. Vielleicht können sie deren Ursprung feststellen. Sie haben sicher keine Aufzeichnung, aber sie sind schlau. Viel Glück auf der Jagd. Sorgt dafür, dass ihr nicht dehydriert. Und seid vorsichtig. Da zwischendurch hat voll die Fanfare von StarCraft angefangen. Was ist das? Weg damit. Oh, ist ja ganz um die Ecke gelaufen. Maximal weit weg, ey. Oh mein Gott. Uiuiuiui, ja. Das ist nicht um die Ecke. Wo uns das hinführt. Ist das etwa Grauen hinter mir? Wer ist denn letzter? Ich. Das ist ja mal ganz was Neues. Bett noch ein bisschen ausgerüstet, als ihr die Instanz verlassen habt. Ach so. Irgendwann muss ich meinen Schrott hier loswerden. Nö, das ist richtig. Meins wird gleich weggeschmissen. Nö, alles was ich ablege, kriegt zumindest noch die Begleiter, wenn das nicht ganz nutzlos ist. Ja, das sowieso, da wir ja eh zu viert sind, ist der Begleiter eh nutzlos bei mir. Nö, das nicht. Du hast ihn ja auch in deinen Instanzen selber. Ja gut, denn wie lange gehen die Instanzen? 2 Minuten? Da kann mein Begleiter auch mit dem Standardzeug arbeiten. Von daher, das bringt dann eh nichts. Im Single-Game oder so, da kann ich es verstehen. Dann überprüft man auch gerne mal noch den Begleiter, aber der ist ja eh gar nicht da. Oh ja, wir müssen links rein. Ich bin schon grün. Genau, aber Mario hat irgendwie so nach rechts gezuckt Richtung Gegner. Tint. Toller Name. Yava, ich habe hier Teile eines Droiden, den du verkauft hast. Sie müssen identifiziert werden. Es scheint, mein Ton war zu höflich.
Shishakawa Kyoto Bubanda Bakiwanki. Bo Gutuni Ompi Bedwana, Nipobo Chopa Uma. Hey. Du sagst mir, was ich wissen muss, oder du bist tot. Wo dreimal die Folge. Er stirbt. Hossa! Achso, nicht er? Ich habe dreimal in Folge gewürfelt. Also, Siege. Hatten wir doch noch nie, oder? Also nicht, aber es ist auf jeden Fall selten. Passte jedenfalls, weil mein Charakter ja dann das Gespräch geführt hat. Jetzt wird schon gegen ihn kämpfen. Jo, er ist gesprächsbereit. Jetzt braucht nicht mehr weiter auf ihn einschlagen mit Laserschwertern. Hinter uns. Aua. Anhören tun nicht die japanische Kette. Da kommen noch mehr. Japanisches Grit? Das ist sehr merkwürdig speziell, also. Wie die Skrits aus Guild Wars? Ja, und dann auch Japanisch, so hören sich die Viecher an. Okay. Ich hatte noch nie auf Japanisch gehört. Töte ihn. Oh ja. Ich muss mehr darüber erfahren. Oh. Oh. Glaub ja nicht, dass du mir Schrott andrehen kannst. Ihr habt mir Ärger gemacht. Ich verlange, dass ihr mir Tribut schickt oder ich komme zurück. Jo. Zwei ultra böse. Einer so in der Mitte und der andere. Ja. Ich wollte gerade das ernten, was ist das? Kristallformation. Sieht auch aus wie aus einem anderen Spiel. Muss erstmal lernen, ne? Kann man hier leider nicht auf Anhieb. Vor allem, selbst wenn er es lernt, muss er die Sachen erstmal hochleveln. Jetzt wäre er schon auf dem x-ten Planeten hier. Vielleicht sollte ich mich heilen. Also, ja. Man heilt doch während der Fahrt. Kann ich nicht. Ja, das ist doch bestimmt auch ein Heilungs. Ich erhalte Cherka-Tresorkiste Zuflucht. Ich habe eine ganze Zuflucht in der Tasche. Irgendwie sieht die Welt hier aus wie in Mass Effect Andromeda. Ups. Naja, so schlecht war das Spiel nicht. Er dürft dich. Oh, eigentlich auch ein Spiel, was ich aufnehmen will. Ich glaube, bis ich dazu komme, ist das nächste Mass Effect draußen. Mario, du kennst ja Crusader Kings, ne? Wie bitte? Du kennst Crusader Kings, ne? Ja.
Da hatte ich eine lustige Szene. Ich habe quasi, ja, wenn man so will, einen Cheat-Charakter. Achso, da muss man. Oder? Nee. Doch. Einen Cheat-Charakter laufen. Und dann ist mein noch relativ junger König von Irland an Herzversagen, an Überspannung gestorben. Und sein Sohn, 10 Jahre, war auf dem Thron, ne? Mhm. Und dann war das so. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann lasse ich das noch weiter ausbauen. Dann mache ich jetzt einfach so weiter. Und was war? Irgendeiner ist dann in den Thronsaal reingekommen, hat ein Messer gezogen, hat einen meiner Verwandten gemeuchelt und ist dann auf den Thron, auf den 10-jährigen König losgegangen und hat ihm die Kehle aufgeschlitzt. Und das habe ich alles gelesen. Zack, zack, tot. Das war schon brutal. So. Das wollte ich nochmal loswerden. Ja, nicht ganz auf dem gleichen Level wie die Bluthochzeit, aber es geht schon mal in die Richtung. Ja, da war der Bruder dran, der war nämlich auch 10. In Ordnung. Alle packen sofort ihre Ausrüstung. Hale, kümmert euch um die Gleiter. Schön euch zu sehen. Konntet ihr Kontakt zu den Javas herstellen? Sie haben mir eine Tresorkiste von einem Tscherka-Transporter gegeben. Das sieht aus wie eine Stabilitätskiste. Die Art, mit der Tscherka Proben transportierte. Es wird nicht einfach sein, sie zu öffnen, aber wir können einen Blick hineinwerfen. Kyla, schickt sie durch das Analysegitter. Wird erledigt. Bei niedriger Empfindlichkeit. Wir wollen ja keine Artefakte im Inneren pulverisieren. Im Inneren ist definitiv etwas. Irgendein fremdartiges Gerät. Ungefähr kugelförmig in einem Tscherka-Energiefeld. Wirklich seltsam. Das geht mich nichts an. Ein erster Test zeigt, dass das Artefakt über 10.000 Jahre alt ist. Wahrscheinlich verzerrt. Die Energiedaten sind instabil. Gebt mir ein paar Tage zum Öffnen. Dann wiederholen wir den Scan. Ich will euch nicht mit Wissenschaft langweilen. Lord Sylter ist auf einer Pilgerfahrt und wir bereiten uns auf den Aufbruch zur nächsten Forschungsstation vor. Aber wir können schon bald wieder eure Hilfe gebrauchen. Wenn meine Zeit es zulässt. Ich würde mir nie erlauben, Befehle zu erteilen. Wenn ihr zur Wüste aufbrecht, kontaktiert uns von der ersten Station nach Mos Ila. Bis dahin sollte Lord Sylter eine Spur zur Tscherka-Basis haben. In der Zwischenzeit haben wir ein Artefakt zu untersuchen. So, wir kriegen Müll. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.